So, yo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute würde ich euch gerne mal eine Review machen, also beziehungsweise würde ich über den Film Joey gegen den Vulkan sprechen. Den habe ich von Play & Pictures schon vorab ja, bekommen, dass ich euch vorstellen kann. Ich habe nur die lose Disc, das ist nicht diese Verkaufsdisc, das ist nur eine Pressedisc, also die wird nicht in den Mediabook sein. Ja, also ich gebe jetzt mal in nächster Zeit mehrere Reviews von Play and Pictures. Ja, habe ich mir zwei Filme erstmal ausgesucht. Das ist hier der erste. Den anderen, den ich noch habe, ist Slaughterhouse. Da geht es, glaube ich, um irgendein Faultier. Bin jetzt gar nicht sicher. Doch, glaube ich, um ein Faultier. Den habe ich noch nicht gesehen. Ich habe mir den jetzt mal angeguckt und ja, mache dazu jetzt eine Review. Ja, auf jeden Fall danke erstmal an Play and Pictures für, ja, das Vertrauen. Ja. Ja, und ich habe den, wie gesagt, den Film hier bekommen. Innen drin, also die inneren Werte sind die, die man auch in dem Mediabook bekommt. Also die Extras, der Film, das ist keine gebrannte, das ist eine gepresste Disc, bloß halt ohne Cover. Ja. Kann man sagen wie Paramount. Das machen die auch immer. Ja, das nun mal vorab. Also die Version sieht nicht so aus, die ihr dann im Laden kauft. Ja. Ich habe da mal geguckt, was kommt von Player noch raus oder was haben die rausgebracht. Und da hat mich der Film irgendwie am meisten angesprochen, deswegen habe ich den quasi schon ja, angefragt. Ich weiß jetzt gar nicht, ganz genau diesen Monat kommt der raus, der Joey. Also Joe gegen den Vulkan. Bin jetzt nicht sicher, welches Datum es war. Im Februar auf jeden Fall. Ich habe den jetzt schon, wie gesagt, ein paar Tage vorab bekommen. Und ja, stelle ich euch heute einfach mal vor. Mich würde auf jeden Fall mal interessieren, kennt den Film jemand? Also, ich habe auch so bei Amazon geguckt. Gab es da überhaupt eine DVD? Und vorab ist es ein Warner-Titel. Play and Pictures hat ja mit Warner so ein Deal. Ne? Die haben ja schon Falling Down und Fröhliche Weihnachten ganz viele. Ich glaube, 50 Titel. So, und ich habe von dem Film, muss ich sagen, vorher noch nie was gehört. Aber wo ich gehört habe, ist mit Tom Hanks. Da war ich sofort hellhörig geworden und ja, da habe ich mir den gleich mal angefragt und ja, ich habe dann auch zeitig bekommen. Wie gesagt, man bekommt die Filme rechtzeitig, beziehungsweise sehr, sehr, sehr früh. Kommt erst in, glaube ich, 2, 3 Wochen raus, der Film. Ja, was soll ich sagen? Erstmal zum Bild. Es ist ein Film von 1989, beziehungsweise, glaube bei uns 1990 kam er im Kino. Ja, was ist es? Komödie, Drama, Komödie, Romantik, würde ich sagen. Schwierig, eine Kategorie da zu sagen. Und Tom Hanks hat wieder seine Stammsynchro, die auch Bill Murray hat, also von Arne Elzholz. Leider ist er schon mittlerweile verstorben. Ja, also es geht halt im Film um Tom Hanks, der hat so ein, also der arbeitet in so ein, was war es, so ein Organ, die haben plastisches Organhandel, meine ich, ist das gewesen. Ja, jedenfalls ist er dann nicht zufrieden und ach, das ist alles Scheiße in der Arbeit und so. Ja, und dann geht er irgendwann zum Doktor und ja, da findet er raus, dass er ja was im Hirn hat und nur noch 4 bis 5 Monate, wenn es gut ist, zu leben hat. Ja, dann geht er dann nach Hause, kommt plötzlich ein Mann vorbei und er sagt ihnen hier, wollen Sie auf der Vulkaninsel das machen, sie kriegen auch alles und so in den Vulkan springen. Warum weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht mehr. Es war, glaube ich, wegen so ein Ritual gewesen irgendwie und die brauchen einen und da er eh nur noch wenig zu leben hat und bald stirbt, kann er sich ja opfern. So, das hat er dann noch verjahrt. Und dann geht die Reise auch los. Ja. Dann trifft er sich mit der, was war es, mit der Tochter von denjenigen, der da war, der ihm das Angebot gemacht hat. So. Und dann ist noch ihre Schwester da, die nimmt ihn dann mit auf ein Boot. Sie gibt dann noch eine Liebesgeschichte dann, aber das ist jetzt kein Spoiler. Ja, die nimmt ihn dann mit auf ein Boot und dann geht die Reise los und dann fahren sie zu der Vulkaninsel. So. Und ich sag mal so, jetzt habe ich schon sehr viel verraten. Ich wusste nichts über den Film, wo ich den geguckt habe. Ich habe auch keinen Trailer geguckt.
Ja, mehr möchte ich nicht sagen zu der Story. Es gibt da nämlich noch einen Twist zum Schluss. Ich sag mal so, ich habe ihn kommen sehen, ich habe mir schon sowas irgendwie gedacht, dass da, wie gesagt, ja, ich habe euch ja jetzt erzählt, ich will nicht, worauf ich hinaus will, will ich nicht sagen, sonst ist das auch ein bisschen blöd gegen euch, über wer den jetzt noch nicht gesehen hat. Es gibt ja immer noch welche. Ist ein Film wahrscheinlich, ist da überhaupt bekannt? Also, wer jetzt das Video sieht und sagt, ja, ich kenne den bestimmt noch von früher, schreibt es mir unten rein. Ja, würde mich mal interessieren, weil ich finde, also ich habe von dem Film noch nie in meinem Leben was gehört. Also, muss ich ehrlich sagen. Ja, was ich noch dazu sagen kann, also ich fand, ich habe mir jetzt gestern geguckt, jetzt ist ein Tag her, deswegen mache ich jetzt gleich die Review und ich fand ihn gut. Also mir hat er gefallen. Jetzt kommt halt die Frage, lohnt sich dann 30 Euro Mediabook? Wäre meine Antwort jetzt jein. Also, ja, nee, kann man in zwei Teile sagen. Erstens, eigentlich hätte hier eine MOV gereicht, aber zweitens, da nur als MOV kommt und im Mediabook, ja, holt euch das Mediabook. Also, jetzt komme ich noch zum Technischen. Bild, absolut Bombe. Also, wo die dann auch auf dem Schiff sind, dann kommt die Sonne und so. Das ist Referenzniveau. Also, wird hier vom Bild schon 8 bis 9 von 10 geben. Ton ist ja manchmal ein bisschen leise beim Sprechen, bei der Musik ein bisschen lauter. Aber ich finde, geht noch in Ordnung. Ja, wie gesagt, Bild und Ton absolut super. Ja, also Ton ist super, ist halt manchmal ein bisschen leiser und manchmal ein bisschen lauter, muss man halt gucken. Aber Bild wirklich alles raushören, was geht. Wie gesagt, Film selber, wie würde ich den bewerten? Es ist schwierig. Also ist jetzt, ich würde jetzt sagen, ist für mich jetzt nicht ein Highlight mit Tom Hanks. Es gibt bessere. Ihr wisst alle, was weiß ich, Castaway, Soldat James Ryan oder welche mir jetzt so in der Thematik einfallen. Komödie. So ist es jetzt so, was mich sehr gefällt, ist Terminal, wo er am Flughafen ist. Habe ich damals Videothekenzeit noch ausgeliehen. Oder was ich mein Lieblingsfilm mit ihm ist Meine teuflischen Nachbarn. Auch von Playon rausgekommen. Oder Geschenkt ist noch zu teuer. Da sind die um Welten besser. Aber ich glaube, das ist eher ein unbekannterer Film. Der ist auch nicht schlecht. Ich bin jetzt um Gottes Willen nicht schlecht drin, den Film. Ihr wisst, ich sage immer meine ehrliche Meinung, auch wenn ich hier was gesponsert kriege, trotzdem. Aber an die Klasse von den beiden kommt er jetzt nicht ran. Also man kann sich auf jeden Fall angucken. Wie gesagt, ob sich jetzt hier ein 30 € Mediabook lohnt, müsst ihr für euch selbst entscheiden. Ob da mal eine MOV kommt, das weiß ich nicht. Ich kann nur mal so jetzt sagen, falls das einer von Player Pictures sehen sollte, das Video. Ist okay, wenn ihr erst das Mediabook bringt. Habe ich auch nichts dagegen. Ich weiß, das ist mit einer MOV wollte man nicht so viel verdienen und so, das ist ja schon besser. Aber wenn dann auch, ich würde sagen, so nach ein oder zwei Jahren immer eine MOV nachschieben, bei vielen Filmen gibt es ja einfach keine MOV. Deep Star 6, ich weiß nicht, wie viele Jahre das gedauert hat. Barbaren kam ja jetzt auch, Nachtfalken, das waren echt coole Dinger. Zum Beispiel, welchen ich sagen wollte, den man mal bringen könnte als MOV. Ich habe mal als Steelbook, ist mit Kurt Russell, Star Force Soldier. Gab es nur in zwei Mediabooks und ein Steelbook gab es bis heute nicht als MOV. Ich habe das Steelbook, also für mich ist es egal, ich habe Steelbook. Ihr wisst es, Steelbook und ich wären nie Freunde, aber es gibt ein paar, die habe ich. Auch Evolution gibt es ja jetzt auch als MOV mittlerweile, aber damals gab es halt nur das Steelbook. Das ist halt das immer so bei NSM, sage ich mal. Da weiß man, es kommt immer eine. Es gibt auch mal Filme, die dauern länger, wie zum Beispiel Bad Moon. Ist ja auch so ein Werwolf-Film. Habe ich auch noch nicht gesehen. Soll auch ganz gut sein. Ich glaube, da kam jetzt erst Mediabooks und nochmal Mediabooks und dann Steelbooks und dann wird irgendwann eine MOV kommen. Oder wie jetzt Joshua Free. Der zum Beispiel, ja, da war es ja so, der war erst vom Nameless und dann kam er auch als MOV von Nameless sehr selten und jetzt kommt er. Kam im Mediabook und wupp, ist auch schon mit als normale MOA. Ja. Kleiner Spoiler, ja, ist jetzt zwar nicht Playern, aber der kommt auch demnächst eine Review. Vielleicht mal gucken, die Woche noch oder nächste Woche. Aber ein kleiner Spoiler schon mal. Ja, also das mal dazu.
Wie gesagt, immer noch ein, zwei Jahren wäre cool, wenn dann eine MOA nachgeschoben wird. Ich finde, den brauche auch nicht von allen. Jetzt, du weißt das Beispiel Falling Down. Ich habe auch das Mediabook, ja, habe ich mir auch geholt, aber ja, man braucht jetzt nicht von jedem ein Mediabook. Aber wie gesagt, das müsst ihr wissen, ob ihr das bereit seid zu kaufen. Ich will jetzt hier keinen davon abraten. Ja. Also, ja, müsst ihr wissen, wie gesagt, Film kann ich empfehlen, ist gut, aber ist jetzt nicht der beste Tom Hanks-Film. Zum Technischen kann ich nur sagen, Bild ist super bearbeitet worden und ja, Ton geht auch in Ordnung. Film ging auch recht schnell vorbei, muss ich sagen. Ich glaube, der ging nur so 1 Stunde 35 oder so. Also ich wollte auf jeden Fall sagen, kann man sich angucken, ja. Ja. Also für mich geht eine Kaufempfehlung raus, wollte ich jetzt so sagen. Also, ja, wer da gut unterhalten sein will, also, ja. So, jetzt überlege ich noch, aber mehr gibt es jetzt eigentlich nicht zu sagen. Jetzt habe ich auch 11 Minuten. Aber mich würde halt mal interessieren, kennt ihr den Film? Schreibt es mal unten rein. Weil ich habe vorher wirklich noch nie was von den Filmen gehört. Joe King, Demut Khan, keine Ahnung. Ich kenne nur sowas wie meine teuflischen Nachbarn oder Geschenkt ist noch zu teuer. Oh, geschenkt ist. Nee. Geschenkt ist noch zu teuer nicht, sondern meine teuflischen Nachbarn, ehrlich gesagt. Es ist einer meiner Lieblingskomödien, würde ich sogar sagen. Ich liebe den Film. Ich kann bis heute nicht verstehen, warum der ab 16 ist. Also, boah. Viele sagen wegen die Skelette da, aber ich denke mal, eine Neuprüfung, boah, wäre da locker ab 12. Also, ja, das mal dazu. Wie gesagt, die sind auch von Player und die beiden. Würde ich die eher empfehlen. Also, aber nur, die gibt es auch als MOA. Ja, ich glaube, die kamen damals gleich als MOA und hinterher erst im Mediabook. Ich will aber jetzt nicht Falsches sagen. Ja, auf jeden Fall soll es das für das Video gewesen sein. Ich quatsche schon wieder viel zu lang. Ja, apropos, ich quatsche schon lang. Ich habe auch eine Umfrage gestellt bezüglich der XXR-Updates. Wer bis jetzt hier gekommen ist, hört das jetzt auf jeden Fall. Am Anfang war es sehr unklar, dass die nur so bis 5 Minuten dauern soll. Das hat mich auf jeden Fall schon irritiert. Jetzt mittlerweile sind, glaube ich, 45% auf über 20 Minuten. Also, das hat mich dann auch wieder überrascht. Also, Meinungen gehen auseinander, aber bis 5 Minuten XXR-Update, oh, da muss ich mich echt anstrengen. Also, nee, das wird nichts. Aber wie gesagt, jetzt, bevor ich jetzt hier noch wieder so lange erzähle, schreibt es unten rein. Habt ihr den Film gesehen? Kennt ihr den? Ich habe jetzt die Blu-ray testen können. Finde ich auch geil. Wenn natürlich irgendwann mal eine normale Keepcase kommt, hole ich mir den auf jeden Fall mit Tom Hanks. Ich habe ja auch viele Tom Hanks Filme. Apropos, jetzt sage ich mal doch noch mal was. Jetzt ist mir das gerade eingefallen, welchen ich da mit Tom Hanks auch sehr empfehlen kann. Vielleicht hat Plyon da irgendwie Chancen ranzukommen. Das ist ein Film, der ist noch von 20th Century Fox. Gibt es im Ausland auf. Nee, auf Blu-ray gibt es den da schon und zwar heißt der Bachelor Party. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ist auf jeden Fall, ich glaube, der Untertitel ist Die Wüste Fete. Ist ein Film, der war mal ab 18, ist runtergestuft ab 12. Das sieht man auch, ich will jetzt nicht zu viel sagen, aber Tittenmuschis und da wird die rammelt, wird die soffen. Auf jeden Fall, der macht auch richtig, richtig Spaß. Das wäre geil, wenn der mal auf Blu-ray kommt. Die DVD, die ist kaum noch zu bekommen und boah. Der ist auch geil, aber so ein Fox, ich weiß nicht, wie das jetzt ist mit Disney und ja, gut, Leonine hat ja die Rechte. Das wäre auf jeden Fall cool, wenn der mal kommt. Den kennen bestimmt auch viele noch. Also den finde ich auch geil. Habe ich mal auf Disney Plus nämlich gesehen. Und der Witz war dabei, dass ich mir den nochmal ansehen wollte und zack, Woche weg. Ja, Disney Plus hat ihn rausgenommen. Das ist halt wieder das, oh, Streaming. Was ihr einmal heim habt, das kann euch keiner wegnehmen. Es kann keiner zensieren. Es kann keiner was rausschneiden. Ja, deswegen wollte ich auch nie irgendwas digital kaufen. Ja, aber das ist eine andere Sache. Wie gesagt, wollte mich mal interessieren, sagen euch die Filme was hier, der hier, Joe gegen den Vulkan, Bachelor Party, meine teuflischen Nachbarn, waren die meisten kennen. Geschenkt ist noch zu teuer. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann und ciao.